Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ein kurzes, knackiges Unboxing und diesmal von der Seite wieder, so wie ihr gewöhnt seid, weil da kann ich euch das dann besser zeigen. Ist da was drin? Nee. Und zwar habe ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ey. Xoloi Space. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ey. So, Xolor Space. Ja, Xolor Space. Die haben auch eine Facebook-Seite, eine Twitter-Seite, eine YouTube-Seite und Smart. Und 3os.com, auch eine Webseite, zeige ich euch mal. Weil die haben 4K HDR Matrix. Und der kann ARC auch, und kommen wir gleich alles dazu. Und die sind mal etwas anders. Die sind mal nicht nur schwarz oder grau, die sind weiß. Also die bieten so ein Schwarz an, aber die sind weiß. Ich habe mich extra für die weißen entschieden. Und wir haben hier 4 Eingänge, 2 Ausgänge plus einen optischen Ausgang. Und der kann 4K HDR. Ja. Und der kann das wohl runter skalieren. Und bei den Videos, was ich gesehen habe, hat der 4K HDR, nee, nur 4K gut runter skaliert. Aber das mit dem HDR, bin ich mal gespannt, ob der hier auch 4K HDR runter skalieren kann auf 1080p, ohne dass es milchig aussieht. Das ist, da bin ich ja, da suche ich ja immer noch nach, habe ich ja noch nicht großartig gefunden. So. Und hier steht es dann halt vorne auch drauf. Ich werd das mal so machen und euch ranzoomen. So. Hier vorne spiegelt ein bisschen, also deswegen 4K mit 60 Hertz. Also kein 120 Hertz, 60 Hertz. Also für die neuen Konsolen okay. Aber halt für die Leute, die die neuen Konsolen bei manchen Spielen mit 120 Hertz spielen wollen, da würde der halt nicht ausreichen. 444, ja, dann HDR, 3D unterstützt da, Lifetime, also ich denke mal, das ist die Garantie, ESD, also ESD war auch irgendwas mit Sound, glaube ich, und Premium, das ist ein Premium-Modell. Ja. Und sieht doch verschärft geil aus, oder? Dann werden wir mal auspacken, würde ich sagen. Ja. Werden wir nachher auch noch anschließen. Und dann werden wir testen. Ich sollte eigentlich auch noch so klein kriegen, 1:2. Für die Leute, die halt den kleinen interessiert. Aber vielleicht kommt der später noch. So, der ist halt ein bisschen größer, also länger als der, den ich momentan habe. Fernbedienung ist hier oben, aber hier unten haben wir ein Loch, aber keine Ahnung. So, haben wir eine schöne Fernbedienung. Da können wir den Sound mit einstellen. Pass, Auto, ARC 5.1, 2.0 und SPDF. Dann haben wir hier 4 Quellen, die wir auswählen können. Wir können an- und ausschalten und wir können hoch- und zurückschalten. Aber so wie es aussieht, können wir halt nur eine Quelle an 2 gleichzeitig ausgeben. Also für die Leute, die dann halt sagen, wir wollen halt an Ausgang A, wollen wir PlayStation 3 und an Ausgang B wollen wir die PlayStation 4 haben. Das scheint hier wohl nicht zu gehen. Aber ist für mich ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Vorne haben wir auch ein paar Knöpfe, da kommen wir gleich dazu. Ich gebe sowieso nur an an 2 Geräte zwar gleichzeitig aus, benutze aber nur 1. Also für mich ist das gar nicht schlimm. Abschalten wäre halt schön, wenn man eine Quelle abschalten könnte, B oder so. So, und dann haben wir hier praktisch die Anleitung.
den Matrix, die Fernbedienung und dann ist im ganzen Lieferpaket mit bei. Ja, hier vorne sind Bedienelemente, An- und Ausschalter. Da kommen wir aber gleich im Hardware-Video zu. Da gucken wir uns die Hardware ganz genau an. Da haben wir ein Stromkabel. So ein ganz normales Stromkabel, wie ihr kennt halt. Dann halt, wie gesagt, die Fernbedienung. Batterie wird, denke ich mal, schon drin sein. Und natürlich eine Anleitung ist auch mit bei. Da gucke ich jetzt mal nach, ob da auch Deutsch mit bei ist. Das ist hier alles Englisch. Nein, es ist leider, so wie ich das jetzt sehen kann, alles Englisch. Leider. Also deutsche Anleitung ist leider nicht mit bei. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es auf der Webseite eine deutsche Anleitung. Wenn es auf der Webseite eine deutsche Anleitung gibt, werde ich euch den unten, ich werde euch die Webseite und den Amazon-Shop verlinken. Wenn ich dazu noch eine deutsche Anleitung finde, verlinke ich die euch auch in der Videobeschreibung. So, das soll jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Im nächsten Video, im Hardware-Video, werden wir uns die Hardware genauer angucken. Und im Hardware-Check werden wir natürlich die Hardware anschließen und testen, ob er das macht, was er machen soll und wie er das macht. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir sehen uns. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.